Und hier nochmal ganz kurz ergänzend zu dem Video vom Display. Wie komme ich aus dem Time Attack oder auch aus dem Challenge Modus wieder zurück in den normalen Road Modus, weil die Anfrage kam. Und zwar geht das folgendermaßen. Ihr könnt hier vom Steuerkreuz die rechte Taste einmal 2 Sekunden lange drücken. Dann kommt ihr hier in das Lap-Time-Menü. Da werden dann die Rundenzeiten angezeigt. Im Time Attack sowohl als auch im Challenge-Modus. Wenn ihr von hier aus nochmal 2 Sekunden auf die rechte Taste des Steuerkreuzes drückt, kommt ihr wieder ins Display-Auswahl-Menü. Noch einmal kurz, wir sind schon auf Fahrzeug oben, haben markiert auf Fahrzeug, einmal kurz nach rechts. Dann haben wir wieder den Modus, noch einmal nach rechts. Ist er aktiviert, kann ich ihn ändern. Einmal nach unten bin ich wieder auf Road, zurück auf der Menütaste ganz links, nochmal auf die Menütaste ganz links, nochmal auf die Menütaste ganz links und schon bin ich wieder im normalen Road-Menü. So, das war's zum Ergänzen dazu. Wie gesagt, gebt mir einen Daumen hoch oder lasst ein Abo da, würde mich sehr freuen. Bis dahin, euer Toni. Ciao.